Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dark Souls Prepare to Die Edition. Ja, im ersten Durchlauf haben wir das ganz normal blind gespielt, im zweiten mit der Agro-Mod und auch diesmal werden wir uns eine Mod anschauen. Die hat der Jonas empfohlen und wir schauen uns die Swap Weapon Mod an. Ja, alle 7 Sekunden oder alle 9 Sekunden wird die Waffe gewechselt. Das habe ich mir gerade schon mal angeschaut, ist recht lustig. Ja, das kann was werden. So. Wir fangen ein neues Spiel an. Und ich habe mir überlegt, ihr habt ja schon einige Sachen mir gesagt. So, Charakternamen eingeben, das muss ich mal kurz machen. So, wir nennen ihn natürlich Kalix. Geschlecht sollte eigentlich ganz klar sein. So, ich muss noch was drücken hier. Nämlich Enter, genau. So, Geschlecht ist natürlich männlich, Klasse, müssen wir mal gucken, ja. Das ist jetzt die Frage, ne? Ein niedriges Soul-Level wäre eigentlich ganz geil. Kleriker hat ein relativ niedriges, Pyromant hat sogar noch niedriges. Warte mal, wir schauen uns das Ganze mal an. Ein Ritter, weiß ich halt nicht, ne? Hat relativ hohe Sachen. Das Ding ist halt, dass wir wohl beide Sachen relativ ausgewogen skillen müssen. Hier haben wir... Ja gut, 12 bzw. 13, also Stärke, Beweglichkeit sollten wir auf einem relativ gleichen Niveau behalten. Denn es können Waffen kommen, ja, da wisst ihr Bescheid, dann müssen wir halt die nötigen Werte dafür haben. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Und deswegen ist es halt relativ wichtig, dass wir das so handhaben. Der hat ein Soul-Level von 4 und 13. Ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, wir nehmen Krieger, ne? Würde ich mal jetzt mal behaupten. Das hat die besten Ausgangssituationen oder Werte. So, was nehmen wir denn da? Winziger Rest an Menschlichkeit, an Leichen zu finden. Also wir finden mehr Menschlichkeit, explodiert beim Aufprall. Okay, das ist die Feuerbombe. Göttlicher Segen ist dann eh irgendwann weg. Amulett ohne Wirkung, aber wertvoll auf mühsamen Reisen. Ich glaube, das ist so zum Teleportieren gedacht. Ich weiß es nicht genau. Verstärkt Pyromantie. Stammesring gewährt kleine Zunahme von TP, wenn ausgerüstet. Ja, ich glaube, wir nehmen wieder mal den Generalschlüssel. Und ja, den Rest lassen wir jetzt einfach mal so wie gehabt. Oder? Wie komme ich denn jetzt hier? Da. Anpassen. Ja, haut hin. Komm, weg. Ich will jetzt hier... Da, zur Anpassung. Achso, zur Anpassen. Nee, will ich doch gar nicht. Ich möchte zur Annehmen. Kann ich nicht, weil ich die Figuren noch nicht ausgewählt habe, ne? Gespenst, kräftig. Kräftiger Rumpf. Ach komm, normal. So, jetzt können wir auch Annehmen drücken. Das Spiel mit diesem Charakter beginnt. Natürlich. Und der Swap Weapon Mod geht los. Ich würde sagen, dieses Ding überspringen wir mal, denn das kennen wir ja ohnehin schon, ja. Wer das Intro sehen möchte, ich habe noch zwei andere Walkthroughs bzw. Let's Plays zu Dark Souls. Den ersten kann man sich anschauen, mit 163 Parts, blind, alles blind. Und da habe ich, glaube ich, das Intro noch durchlaufen lassen, also auf jeden Fall. Beim zweiten bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da auch noch mir das angeschaut habe. Ja, ja. So, die quatscht jetzt erstmal noch eine Runde. Ach so, wir können auch Start drücken. So, und hier, ihr seht schon, es geht schon direkt los. Wir haben jetzt in der... Ja, einfach mal hier... ein paar Waffen, die wir jetzt hier zur Verfügung gestellt bekommen. Aus allen Waffen, die es im Spiel gibt. Ob stark, ob schwer oder hast du nicht gesehen, so. Kann am Anfang relativ leicht werden, denn... Also je nachdem, ob wir halt... was Gutes bekommen oder nicht, ne? In dem Fall wird es jetzt auch ziemlich sinnlos, irgendwelche Items, also Waffen oder Schilde einzusammeln, denn wir haben die ja sowieso alle zur Verfügung. So. Alter, das kann was werden. So. 300 mit Feuerschaden. Seht ihr, also es kann durchaus echt easy werden, wenn wir zum Beispiel im Boss kämpfen, so ein richtig geiles Schwert bekommen irgendwie. So, aber es leckt ein bisschen, ne? Da müssen wir vielleicht an der Performance irgendwie mal noch was ändern. Müssen wir mal schauen.
Also der erste Part ist gerade nicht ganz so doll. Es leckt irgendwie. Zumindest zeigt mir das die FPS-Rate da oben an. Wahrscheinlich, weil der jetzt dauernd die ganzen Informationen aus dem Spiel holt. Das war ja beim Agro-Mod ähnlich. Da hat er sonst was mir gezogen. So, den Asyldämon machen wir mal nicht zu Anfang. Das ist mir ein bisschen zu heikel. So, ah, hier und hier geht's wieder hoch. Ja, wer weiß, wer weiß. So, Alter, was haben wir hier? Havelschild. Okay, das macht jetzt halt wie gesagt keinen Sinn hier, die Sachen einzusammeln. Wir müssten mal hier... Okay, jetzt haben wir hier ein Schild, aber auch... Nee, das wird nicht gewechselt, stimmt. Die Schilde werden nicht gewechselt, nur die Waffen. Okay. Also nur die rechte Hand wird gewechselt. Die Schilde lohnt es sich dann trotzdem irgendwie auszurüsten. Okay, so. Die Waffe können wir jetzt natürlich nicht so sonderlich gut benutzen. So, die auch nicht. So, Alter, es könnte am Anfang auch relativ schwer werden, wenn wir halt solche Waffen ausgerüstet bekommen. Oder halt relativ einfach, ne? Also je nachdem, was wir vor Waffen haben. Alter Vater, so, wir gehen mal da hoch. Gehen mal hier runter. Und dann können wir uns... Ah, hier ein Crossbow. So einen richtig krassen irgendwie. So. Den quatschen wir jetzt mal an. Ich entscheide mich für ja und möchte bitte meine Estus Flask haben. Dankeschön. Dankeschön. So, dann mal hoch. Der Asyldämon ist ja auch bald da. Okay, jetzt haben wir zum Beispiel einen Bogen. Ist ziemlich kacke. Weil wenn ich jetzt schieße, ist es eh ein bisschen sinnlos. Weil in der nächsten Sekunde kann ich einen Pfeil abschießen und in der nächsten Sekunde ist quasi dann alles wieder weg. Wo muss ich denn jetzt hin? Das habe ich jetzt irgendwie auch vergessen. Wo ich jetzt hin muss? Wo habe ich den Schlüssel denn her? Wo gab's den nochmal? So, das Leuchtfeuer entzünden wir mal. Wir setzen uns auch mal dran. Wo habe ich den Schlüssel denn her? Das ist jetzt eine gute Frage eigentlich. Da kommen wir jetzt, glaube ich, noch nicht rein, genau. Jetzt habe ich irgendwie was vergessen, ne? So oft irgendwie den Anfang gespielt. Zum vierten Mal jetzt sogar schon. Und trotzdem vergesse ich jetzt hier was. Ist schon Wahnsinn. Okay. Von dem kriegen wir das? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher gewesen. Warum lebt... Ach so, weil er jetzt wieder hier, ne? Weil wir uns ins Leuchtfeuer gesetzt haben. So. Ja, wieder so ein scheiß Kurzbogen. Okay, naja. So ein Uchigatana jetzt, glaube ich. Mit Blitzverzauberung. Coole Sache. Es ist ganz cool eigentlich. Also, das könnte durchaus interessant werden. So zwei Schilde. Jetzt wieder so ein verzaubertes Falkion, glaube ich. Alter Vater. Ja. Umso mehr muss ich jetzt hier aufpassen. Theoretisch könnte man das auch mit dem Agro-Mod verbinden. Aber ich glaube, dann dauert der Durchlauf doch länger als geplant. Und dann wird es eventuell knapp mit dem Dingens. Dem Dark Souls 2 Let's Play, was ja im Prinzip so, wie es geplant ist, direkt im Anschluss kommt dann, wenn es dann soweit ist, je nachdem, wie lange halt der Durchlauf hier dauert, ne? So, jetzt brauchen wir bitte eine Waffe. Bitte eine Waffe, bitte eine Waffe. Komm, Waffe. Nein, das ist ein Schild. So. Okay, jetzt sind wir runter. Jetzt müssen wir auch mal was trinken. Wir brauchen eine Waffe, nicht so eine Waffe. Hier hat er gute Möwe gehabt. Dämonengroßaxt war das, glaube ich. Oder ist das, glaube ich. So. Wieder so ein Kackschwert. Machen wir natürlich uns viel Schaden damit. Ach, toll. Bitte eine Waffe, die wir auch verwenden können. Dankeschön. So. Zack. Zack, tot. Sehr schön. Also es kommt immer drauf an, welche Waffen man bekommt. Krasse Sache. So. Schlüssel, das hast du nicht gesehen.
des Pilgers. Und jetzt, nee, nicht daraus, sondern daraus. Und dann haben wir quasi das Tutorial schon wieder abgeschlossen. Krasse Sache. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann mal raus hier, damit uns der Rabe abholen kann. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Der hat auch einen Namen. So. Und dann haben wir es schon geschafft. Doch in alten Legenden heißt es, dass Kalix auch im Swap-Map-Mode alles fertig machen wird. In Lodran... Was? In Lodran steige auf und entfache Leuchtfeuer. Was? Kam das schon immer? Okay. Na gut, dann steigen wir schon mal auf, denn... Ja, brauchen wir ja. So, wir machen das alles mal ein bisschen gleichmäßig hoch hier. So. Ja, jetzt haben wir schön einen Bogen. So, dann quatschen wir mit dem und der sagt uns jetzt, dass wir, naja, eine Glocke oder zwei Glocken entzünden, läuten müssen, damit wir quasi nach Sens Festung können und das ist dann mehr oder minder das andere Tutorial, kann man es, ja, man kann es eigentlich schon ein bisschen als Tutorial ansehen und die müssen wir jetzt machen, so. Die fallen recht schnell, also wenn man die richtige Waffe hat, nicht wie jetzt in dem Fall ein Schild, dann fallen die recht schnell. So, geil. Ach, toll. So. Ach, hier, Quelax Fury Sword. Schöne Sache, zack, ins Gesicht. Ja, man kann Glück, aber auch Pech haben bei dieser Mod und... Oh, fuck. Das wäre fast das Ende gewesen, so. Eine schöne helle Borne. Ah, ein Dolch oder sowas. Mit Blitzschaden. Wir müssen schnell mal angreifen. Oh, fuck. So. Kacke, der lebt noch. So. Jetzt haben wir wieder ein anderes Schwert, das ein bisschen mehr Schaden macht. Hoffentlich, ja. Oh Mann, ey. Alter Vater. Ein Schild mit Feuerverzauberung. Oder was? Jetzt das Spinnenschild. Ja, das ist schon echt cool. Eigentlich. Das hat schon echt was. Also, es ist... Mitunter kann es echt leicht, aber auch schwierig werden. Das ist halt immer so ein Ding der Sache. Ein Ding der Sache, ja, genau. So eine Sache, was dann ausgerüstet wird. So. Da gibt es vor allem auch Schwerter und Schilde, die habe ich im Leben noch nie gesehen. So. Ja, ohne Pfeile wird's halt relativ schwierig jetzt hier. So. Ein normales Schild. Ja, geh da weg. So. Oh, das hat sogar richtig viel Damage gemacht. Alles klar. Oh Mann, ey. So, jetzt kämpfen wir uns langsam, aber sicher zum ersten richtigen Leuchtfeuer vor, wo es dann auch irgendwann zum Taurus-Dämon geht. Und das ist unser erster richtiger Boss, bevor es dann, ja, ans Eingemachte geht, will ich mal behaupten. So, jetzt hier, können wir eigentlich auch einen Sperren? Ja, können wir. Wusste gar nicht, dass wir mit solchen Sachen überhaupt angreifen können. So, bleib bitte noch da, danke. Es ist schon echt geil. Warum macht man das nicht auch irgendwie bei Demon's Swords? Aber es ist ja das Problem, dass da keine Mods gehen, ne? Das ist, wäre echt geil gewesen, sowas. So, hier hatten wir jetzt nichts mehr, ne? Also hier war nichts irgendwie versteckt oder so. Ja, Dämonen-Großaxt kann ich leider Gottes noch nicht nehmen. Aber es ist halt eigentlich relativ cool. Also wenn man genug Stärke und Beweglichkeit hat, dann kann man hier schon irgendwie rocken. Wenn man natürlich ein bisschen Glück hat, ne? Das spielt dann bei der Mod halt auch mal ein bisschen mit rein. Man kann auch richtig, richtig Pech haben. So, da war der rote Drache. Den machen wir auch mal auf dem regulären Weg dann. Konnten wir ja im letzten Durchlauf nicht so unbedingt machen. Den haben wir ja ein bisschen gebackt durch die Agro-Mod. So, bitte trink mal was.
Ja, das war kacke. So, jetzt haben wir ein Schild, was wir nicht unbedingt tragen können. Jetzt bitte ein Schwert, was ich tragen können. Oder eine Axt, nehme ich auch. Sehr schön. Und genau, haben wir den auch noch weggemacht. So. Und dann würde ich sagen, wenn wir das Leuchtfeuer erreicht haben, endet... Was ist denn jetzt? Ah, okay, das Graswappenschild. Endet erstmal dieser Durchgang für heute, der erste Part in Dark Souls Swap Weapon Mod. Coole Sache auf jeden Fall. Ich freue mich auf morgen 16 Uhr geht's dann weiter mit Dark Souls. Und ich guck mal, ob ich an der Performance ein bisschen was ändern kann. Ja, würde ich sagen, ich freue mich, macht's gut, bis dahin.